Facebook-Accounts sollen künftig erst ab 16 Jahren ohne Einverständnis der Eltern eröffnet werden können. Was es damit auf sich hat, klären wir in diesem Video. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeborg und Solmecke. Und vielleicht habt ihr es schon aus den Nachrichten entnommen, dass es europaweit bald ein einheitliches Datenschutzrecht geben soll. Das ist die Datenschutzgrundverordnung und die soll wahrscheinlich 2018 in Kraft treten. Und ein Punkt, der hat Jugendliche in Aufruhr gebracht. Denn in diesem einen Punkt heißt es, dass bei Nutzung sozialer Netzwerke Eltern mit der Datenfreigabe einverstanden sein sollen, wenn der Jugendliche noch nicht 16 Jahre alt ist. Es gibt zwar Staaten, die können das bis auf 13 Jahre runtersetzen, dieses Alter, das Mindestalter, aber in Deutschland wird es wohl so sein, ab 16 Jahre dürft ihr erst selbst darüber bestimmen, ob eure Daten in die sozialen Netzwerke gelangen sollen oder nicht. Wie war die Rechtslage bislang in Deutschland und wie sieht sie noch bis 2018 aus? Nun, im Moment gibt es dazu keine klare Rechtsprechung. Es gibt nur vereinzelte Urteile. Zum Beispiel gab es da ein Urteil von einem 15-Jährigen, der an einem Gewinnspiel einer Krankenkasse teilgenommen hat. Und da haben die Datenschützer gesagt, das geht zu weit. Ein 15-Jähriger kann noch nicht entscheiden, dass seine Daten hier in solche Datenverarbeitungspools reingehen und er hätte seine Eltern fragen müssen. Und um da Rechtssicherheit reinzubringen, gibt es jetzt eben die neuen Normen, die ab 2018 in Gesetzesform gegossen werden oder beziehungsweise gelten sollen. Schwierig für die Anbieter, also Facebook und Co., wird allerdings, dass sie selbst die Altersverifikation durch technisch geeignete Maßnahmen vornehmen müssen. Naja, wie das aussehen kann, das frage ich mich wirklich. Denn diese Altersverifikationssysteme, die es im Moment gibt, die sind noch nicht ausgereift. Klar ist, einfach einscannen vom Personalausweis, das reicht nicht, denn da kann man mit Photoshop schnell nachbearbeiten, sich von einem Freund den Personalausweis ausleihen. Das wird kein gutes Altersverifikationssystem im Sinne des Gesetzes sein. Insofern haben die sozialen Netzwerke schon dann Bußgelder zu befürchten, wenn sie die Überwachung des Alters nicht ordentlich vornehmen und sie müssen löschen, jedenfalls dann, wenn Eltern das wollen. Stellt man sich also vor, ein 13-Jähriger loggt sich einfach bei Facebook ein, ohne es zu dürfen und ohne das mit den Eltern abgestimmt zu haben, dann können die Eltern künftig an das soziale Netzwerk herantreten und sagen, löscht den Account meines Kindes komplett, alle Daten raus. Was das allerdings intern für Familienstreitigkeiten auslösen wird, mag ich mir gar nicht ausmalen, wenn plötzlich einem 13-, 14- oder 15-Jährigen der gesamte Facebook-Account mal so locker flockig von den Eltern dicht gemacht wird. Also wie das in der Praxis alles so einzuhalten sein wird, das weiß ich noch nicht. Aber Fakt ist, man hat erstmal ein Gesetz gemacht. So, und das Gesetz kommt ab 2018. Ein bisschen Zeit habt ihr noch. Und wenn ihr jetzt 15 seid, dann ist das sowieso kein Problem. Könnt ihr selber bestimmen, was dann mit euren Daten geschehen soll. Und wenn ihr 14 seid, auch. Alles klar, tschö und bis bald.